Video! Da bin ich geboren. Mama sowie Papa überglücklich, sie stritten über meinen Namen. Sie konnten es nicht glauben, dass ich blaue Augen bekam. Ein paar Jahre später wurde ich 4 und fing an zu erleben. War immer draußen und einfach nur ein Kind, welches sich freute, wenn Cousinen und Cousins rauskamen. Machte viel Scheiße und war schon damals aggressiv. Im nächsten Jahr kam der 11. Geburtstag meiner Schwester. Baba kam nicht heim, am Abend fing dann das Geschrei an. Ich bekam Angst und hörte nur noch Mama weinen. Die Tür knallte laut und ab da war alles aus. Sachen packen und einfach nur weg. Tagelang in Angst und Verfolgung. Kindheit sorgenfrei, sowas existierte bei mir nicht. Es gab nur noch einen Ausweg und dieser hieß Essen. Neue Wohnung, neues Leben, Familie in der Nähe und keine Angst mehr. Jede Sommerferien zu Opa und Braun wieder zurück. Oma kannte ich nie, sie verstarb vor meiner Geburt. Nachdem fast alles wieder gut lief, kam er zurück. Somit auch die Angst, die ich fühle. Drohungen, uns wegzunehmen, sorgerechtsreich hieß es ab da. Dann gab er auf und dafür hieß es, ihn in Herbstferien besuchen zu gehen. Seine neue Familie kennenzulernen, Stiefgeschwister kannte ich damals nicht. Doch lernte schnell, was es ist. Seit diesem Tag nur noch Hass empfunden, jeden Anruf abgelehnt und ihn respektlos behandelt. Mama zeigte mir Liebe und er mir Hass. Nie wollte ich zu ihm, doch Mama zuliebe tat ich dies. Für mich ist er gestorben. Rest in peace. Rest in peace.